Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Wir haben Samstag, schon kurz nach 5 und wie jeden Samstag gibt es von mir keinen regulären Vlog, sondern es gibt ein Buchvideo. Das bedeutet, ich sitze hier gemütlich in meiner Ecke und lese euch was vor. Und wir sind seit einem Jahr ungefähr, nicht ganz vielleicht, muss ich nachgucken, keine Ahnung, in der Arkadien-Saga von Janet Oak unterwegs. Und jetzt mittlerweile im dritten Band und schon ein bisschen mehr als die Hälfte durch. Es hat nur dieses Mal, die letzten paar Monate zwischendurch mal Ausfälle gegeben meinerseits. Ne, einmal durch Geburtstag, dann wegen Veranstaltung bei den Pfadfindern und letzten Samstag gab es kein Buchvideo, weil ich da im Krankenhaus lag. Ja, passiert auch mal, ist schon lange bei mir nicht mehr der Fall gewesen. Diesmal hat es mich leider ziemlich erwischt und ich musste ins Krankenhaus für 5 Tage. Ja, aber das wisst ihr schon alle, da gibt es auch schon etliche Diskussionen darüber und so weiter. Ist jetzt wurscht, aber heute gibt es wieder ein Buchvideo. Und ja, ich glaube, ich rede jetzt gar nicht mehr lange drumherum. Wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, könnt ihr nachlesen. Also Nicole ist in London und hat einen Brief bekommen aus der Heimat, aus Amerika, dass bei Anne halt der Mann gestorben ist und so weiter. Und hat sie im nächsten Brief eingeladen, nach England zu kommen, einfach sie zu besuchen mit dem Baby, ne, und sich abzulenken und so weiter und so fort. Und wie es jetzt weitergeht, lese ich euch vor. Ich habe heute passend zu meinem Kleid meine zweite neue Lesebrille, das ist die für die Handtasche eigentlich, aber ich dachte, das passt heute so gut, setze ich mal die auf. So, und es geht jetzt los. Am folgenden Tag zwang sich Anne, ein letztes Mal in Cyrils Praxis zurückzukehren und seine persönlichen Sachen zu holen. Also, Anne ist in Halifax, die hat ja vorher die Zeit bei ihren, nach dem Tod von ihrem Mann und nach der Geburt von dem Kleinen bei ihren Eltern gewohnt. Aber es ist halt an der Zeit, dass sie zurück in die Stadt geht und das ganze Offizielle drumherum halt klärt, ne? Dass das Haus wieder verkauft wird, dass der neue Arzt eben die Praxis offiziell übernimmt und so weiter. Sie hasste die Aussicht darauf, in die Räume zu gehen, in denen sie und Cyril gemeinsam gearbeitet hatten. Aber Cyrils Papiere mussten geholt werden. Und wenn sie Cyrils Arztkoffer hätte, würde sie ihren Nachbarn helfen können, die nicht zu einem Arzt gehen konnten. Anne war überrascht, dass alles so unverändert aussah, als sie durch die Tür trat. Wie immer war der Raum voll mit Menschen, die ärztlichen Rat suchten. Annes Blick wanderte über die Stühle, die an der Wand standen. Zum Glück erblickte sie keinen ihrer früheren Patienten. Einen furchtbaren Moment lang fühlte sie sich wie in eine andere Zeit zurückversetzt. Anne musste dem lächerlichen Drang widerstehen, ihren Mantel an den Haken hinter der Tür zu hängen und ihren Platz an dem kleinen Tisch einzunehmen, an dem die Patienten sich anmeldeten. Eine andere Frau, viel älter als sie und vom Leben gezeichnet, nahm jetzt den Platz ein, der früher ihr gehört hatte. »Ist Dr. Warren im Sprechzimmer?« fragte sie mit zittriger Stimme. »Ja, Miss, aber Sie müssen warten, bis Sie an die Reihe kommen, genau wie alle anderen,« entgegnete die Grauhaarige unfreundlich, ohne den Kopf zu heben. »Oh«, sagte Anne, die von der schroffen Antwort der Frau überrascht war, »bitte, ich bin nicht als Patientin hier, ich bin Mrs. Cyril Mann.« »Oh«, sagte die Frau, blickte auf, ihr graues Gesicht schaute sie finster an. »Die Frau des früheren Arztes«, stammelte Anne, dann fügte sie hinzu, »seine Witwe, genauer gesagt.« Die Frau erhob sich von ihrem Stuhl und schob in geräuschvoll zurück. »Kommen Sie«, sagte sie und verriet mit ihren Worten und ihrem Verhalten, was sie von dieser Störung hielt. »Er sagte, dass Sie kommen würden. Er ist bei einem Patienten. Das sollten Sie wissen.« »Ja, natürlich«,
Anne folgte der Frau, obwohl sie den Weg mit geschlossenen Augen gefunden hatte. Sie gingen in den Nebenraum, in dem alle Vorräte aufbewahrt wurden. Ich nehme an, der Doktor will, dass Sie eine Liste von allem erstellen, was Sie mitnehmen, sagte die Frau unverblümt. Im Kaufpreis waren einige Dinge enthalten. Er wird wollen, dass Sie diese Sachen da, dass diese Sachen da bleiben. Natürlich, antwortete Anne verblüfft, dass ihre Ehrlichkeit in Frage gestellt wurde. Nachdem sie Anne Papier und eine Feder gebracht hatte, damit sie aufschreiben konnte, was sie einpackte, ließ die Frau sie allein. Anne legte ihren Mantel zur Seite und machte sich eilig an die Arbeit. Sie konnte es nicht erwarten, diesem kleinen Gebäude, das ihr den Atem zu rauben drohte, zu entfliehen. Mit vor Tränen verschwommenen Blick packte sie schnell Cyrils Sachen ein. Es war wirklich nicht viel, das noch ihr gehörte. Die meisten Dinge waren zusammen mit der Praxis verkauft worden. Sie nahm Cyrils schwarze Arzttasche und strich mit der Hand liebevoll darüber, während sie sie zu den anderen Sachen stellte, die sie in eine kleine Kiste packte. Sie schaute sich ein letztes Mal um sich zu vergewissern, dass sie nichts übersehen hatte. Dann wischte sie sich die Tränen aus den Augen und stieß einen tiefen Seufzer aus. Gott hatte ihr durch eine weitere schwere Aufgabe hindurchgeholfen. Sie hatte bei ihrem Bruch mit der Vergangenheit einen weiteren Schritt getan. Sie griff nach ihrem Mantel und nahm dann die Kiste und die Liste, die sie geschrieben hatte. Sie würde der verbitterten Frau, die jetzt die Praxis leitete, diese Liste persönlich in die Hand drücken. Anne wappnete sich, während sie sich mit einem kleinen Baumwolltaschentuch erneut das Gesicht abwischte. Dann verließ sie den Raum. Sie kam nur ein paar Schritte weit, als eine Stimme sie innehalten ließ. »Ach, sieh eine an! Da ist ja Mrs. Mann!« Eine ältere Frau erhob sich mit einigen Mühe von ihrem Stuhl und kam mit unsicherem Gang zu Anne hinüber. Anne erkannte die Frau sofort. Noch bevor sie etwas sagen konnte, ergriff die Frau ihre Hand. »Es tut mir so leid, dass wir den guten Herrn Doktor verloren haben.« Anne wurde angesichts dieses unerwarteten Mitgefühls ganz schwindlig. Sie konnte nur nicken, aber es gelang ihr, die Hand der Frau leicht zu drücken. Er war ein Juwel von einem Mensch. Er hat sich immer für seine Patienten eingesetzt, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. »Danke, Mrs. Mackenzie«, sagte Anne schließlich. Sie zog ihre Hand zurück. Sie wusste, wenn sie nicht bald verschwände, würde sie von dem vollen Raum mit fremden Menschen, die sie jetzt neugierig anstarrten, zusammenbrechen. Mrs. Mackenzie hatte die Aufmerksamkeit aller anderen wartenden Patienten auf sie gelenkt. »Und Sie selbst, was werden Sie jetzt tun?« »Ich wohne bei meinen Eltern«, stammelte Anne. »Ach, aber wir brauchen Sie hier«, sagte die Frau weiter. »Ich weiß, dass es zu früh für Sie ist, schon wieder hierher zu kommen, aber irgendwann...« »Nein«, fiel Anne ihr ins Wort, »es tut mir leid, aber ich werde nicht zurückkommen.« »Sie hören damit auf, den Kranken zu helfen? Aber Sie haben so eine große Gabe darin.« Die Hände der Frau schlossen sich um Annes Hände. Sie beugte sich näher zu Annes Gesicht vor. »Nun, ich bin nicht sicher. Ich habe mein Baby, das heißt unser Baby, und das, um das ich mich jetzt kümmern muss. Vielleicht irgendwann in der Zukunft.« Während Anne darum rang, die richtigen Worte zu finden, fiel ihr ein Mann auf, der von seinem Stuhl aufgestanden war und zu ihnen herüberging. »Sie sind ausgebildete Krankenschwester?«, fragte er sie direkt. Anne wandte sich ihm zu. »Nein, ich habe meinem Mann nur assistiert.« »Sie hat viel mehr getan«, widersprach Mrs. Mackenzie. »Viel mehr. Jeder, der hierher kam, durfte erfahren, welche Wunder diese Frau bei Kranken vollbringen konnte. Sie konnte sogar die anstrengendsten Kinder beruhigen und ihre Schmerzen lindern.« »Gott sei gelobt«, sagte er so leise, dass Anne seine Worte kaum verstand. »Ich bitte um Verzeihung, ich verstehe nicht.« »Cox ist mein Name. Paul Cox. Ich suche dringend jemanden, der meine Frau Mathilda pflegt.« Er drehte sich um und deutete auf eine blasse Frau, die auf einem Stuhl in der Ecke saß. »Sie ist sehr krank, aber sie sehnt sich danach, nach England zurückzukehren. Sie ist sicher, dass es ihr bald besser gehen wird, wenn sie nur wieder zu Hause ist. Ich kenne mich mit der Pflege von Kranken überhaupt nicht aus, müssen Sie wissen. Ein Kapitän nimmt sie nur auf seinem Schiff mit, wenn sie jemanden hat, der sich um sie kümmert. Bitte, Madame, ich würde sie gut bezahlen.« Anne hatte das Gefühl, der Boden unter ihren Füßen gebe nach. »Aber ich habe ein Kind. Ich werde auch die Schiffspassage für das Kind bezahlen. Aber ich... Würden Sie bitte darüber nachdenken? Sie bekommen ein Kind, die Zeit... Sie bekommt ein Kind. Die Zeit drängt. Ich fürchte, wir haben aufgrund des Krieges, der kommt, nicht mehr viel Zeit.«
Anne schluckte schwer und schüttelte den Kopf, während sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Die ganze Sache war so abwegig, so unvorstellbar. Wären Sie so freundlich, mir Ihren Namen zu geben und mir zu sagen, wo ich Sie finden kann?« bat der Mann weiter. »Ich würde mich gerne weiter mit Ihnen unterhalten. Hier ist meine Karte, falls Sie wünschen, meine Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Bitte, ich flehe Sie an, denken Sie über meinen Vorschlag nach. Natürlich werde ich mich auch um Ihre Rückfahrt kümmern, sobald Sie wünschen, die Rückreise anzutreten. Aber vielleicht wäre es weise, wenn Sie den Winter in England verbrächten. Auch das kann ich arrangieren.« »Nein«, sagte Anne und schüttelte den Kopf. »Das wäre nicht nötig. Ich habe Verwandte dort.« »Ausgezeichnet!« Zum ersten Mal lächelte er sie an. Anne sah, wie er mit einem Mal um Jahre jünger wirkte. Er war wahrscheinlich nicht halb so alt, wie sie zunächst vermutet hatte. Es war seine Sorge, die seine Gesichtszüge vorzeitig hatte altern lassen. »Ich habe noch nicht eingewilligt«, erinnerte sie ihn, bedauerte es aber sofort, dass sie der Grund für den dunklen Schatten war, der sich nun wieder über sein Gesicht legte. »Aber Sie werden darüber nachdenken?« bat er. »Ich werde noch mehr tun«, sagte sie. »Ich werde darüber beten.« Die Anspannung in seinem Gesicht legte sich wieder ein wenig und seine Augen nahmen ein neues Leuchten an. »Dann wurden meine Gebete vielleicht doch erhöht«, sagte er zuversichtlich. Er trat einen Schritt zurück und zog den Hut vor ihr. Sichtlich erschüttert verabschiedete sich Anne von Mrs. Mackenzie und verließ die Praxis. Sollte sie die Erhöhung der Gebete dieses Mannes sein? War dies das Zeichen, um das sie Gott gebeten hatte? Sie wusste es nicht, aber sie wagte nicht, diese Begegnung als puren Zufall abzutun. In den nächsten Tagen traf sich Anne mit Mr. und Mrs. Cox. In ihrem Herzen wuchs ein tiefes Mitgefühl für dieses Ehepaar. Sie sah die Not der beiden und spürte den starken Wunsch, ihnen zu helfen. Aber war es richtig, den kleinen John auf den weiten Weg bis nach England mitzunehmen? Schließlich ging sie zu ihren Eltern und fragte, »Was meint ihr, was ich tun soll?« Sie sprachen eine Weile darüber und betrachteten diese Frage aus allen Blickwinkeln. Sie sprachen über das, was dafür sprach, aber auch das mögliche Risiko und Herzeleid. »Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich dazu beruft, dann kannst du nichts anderes tun, als zu gehorchen«, lautete Andrews Schlussfolgerung. Anne nickte ernst. »Aber wie kann ich mir sicher sein, was Gottes Wille in dieser Sache ist?« »Welche Entscheidung würde dir Frieden bringen?«, antwortete er mit einer Gegenfrage. »Wenn du das weißt, findest du höchstwahrscheinlich die richtige Antwort. Aber ich fühle mich so hin und her gerissen.« »Ich auch, aber in meinem Herzen spüre ich, dass England zu jetziger Zeit vielleicht sicherer für dich und John wäre als dieses Land hier.« »Du denkst, dass wirklich ein Krieg kommt?« Andrew zögerte, bevor er antwortete. Als er es tat, klang seine Stimme tief und belegt. »Ja, das fürchte ich.« Ab diesem Moment stand Annes Entscheidung fest. Sie schickte dem Ehepaar Cox eine Nachricht, dass sie bereit sei, sie nach England zu begleiten. Allmählich zog ein Friede in ihr Herz und ihre Gedanken ein. Sie hatte gebetet, jetzt würde sie Gott vertrauen. Die Schiffspassage für Anne und das Ehepaar Cox konnte erst für den Februar gebucht werden. Aber schon im Dezember und in der Weihnachtszeit begann Anne, sich auf das Leben jenseits ihrer derzeitigen Traurigkeit zu freuen. Obwohl sie zu den Feiertagen nicht viel Freude beitragen konnte, nahm ihre Anspannung allmählich ab und etwas von der früheren Wärme kehrte ins Haus zurück. Im Januar war Anne mit Packen beschäftigt und mit Vorbereitungen, die sie so viel Zeit in Anspruch nahmen, dass alle noch bestehenden Zweifel beiseite geschoben werden mussten. Bald kam die Zeit der Abreise. Dazu gehörte eine Fahrt durch die winterliche Kälte nach Halifax, Gebete im Hafen und das Wiedersehen mit dem Ehepaar Cox. All das war wie eine große stürmische Welle, die Anne aus ihrer bekannten Welt herausriß und sie in den stürmischen atlantischen Winter warf. In mancherlei Hinsicht war die Schiffsreise leichter, als Anne es erwartet hatte, aber in anderer Hinsicht stellte sie sich als ziemlich gefährlich heraus. Der Wind und die Wellen und der gefrierende Regen machten ihr weitaus weniger zu schaffen als einigen wesentlich kräftige, gebauten Passagieren. Anne fand das ungemütliche Wetter fast tröstlich. Es war ein wenig, als würde sie einen Teil ihrer geliebten Heimat mit sich nehmen. Das Wetter blieb fast während der gesamten Fahrt nach England unverändert. Der Tag, an dem sie in Halifax ausgelaufen waren, war windig und kalt gewesen, verstärkt durch einen peitschenden Regen, der tagelang anhielt. Vielen Passagieren machte der heulende Wind Angst.
Nicht so, Anne. Sie fand Trost in der stoischen Haltung der Matrosen, die nichts Beunruhigendes an dem Wetter, dem ihr Schiff ausgesetzt war, zu finden schien. Im Gegenteil, sie hörte einen der Offiziere sagen, dass das Wetter günstig für sie sei. Denn solange der Wind kräftig aus Norden wehte, war das Risiko, dass sie von einem unvorhergesehenen Sturm mit größerer und gefährlicherer Kraft getroffen werden konnten, gering. Der Wind begleitet uns und er hält an, hörte sie die Seeleute wiederholt sagen. Mit jedem Tag, der verging, rückte England ein Stückchen näher. Anne wurde nicht seekrank, obwohl viele andere davon nicht verschont blieben und von einer starken Übelkeit geplagt wurden. Mrs. Cox gehörte zu den Betroffenen. Es waren Anne, die sich die meiste Zeit um die Bedürfnisse der Kinder zu kümmern. An Bord befanden sich noch zwei andere junge Mütter, die beide durch den unruhigen Seegang außer Gefecht gesetzt waren. Aber Anne half ihnen gern mit ihren Babys und freute sich über diese Arbeit. Am Ende der zweiten Woche auf See fiel es ihr nicht mehr schwer, das schaukelnde Deck zu überqueren. Die Bewegungen des Schiffes erfolgten nach einem bestimmten Rhythmus. Sie hatte die Seeleute gut beobachtet und von ihnen gelernt, sich über das schaukelnde Deck zu bewegen. Das Schiff glitt eben über die längeren Strandwogen und hob sich nach einer kurzen Vorwarnung zuerst mit dem Bug in die Höhe. Dann folgte ein krachender Aufprall, der das Schiff fast aus den Fugen zu reißen schien und vielen Frauen entsetzte Schreie entlockte. Die ständige Feuchtigkeit war ebenfalls ein großes Problem. Anne war beunruhigt, weil der Schimmel sich an fast all ihren Kleidungsstücken hängte. Aber Anne hatte ihr ganzes bisheriges Leben damit verbracht, sich vor der nassen Kälte in Nova Scotia zu schützen, indem sie sich dick einpackte, so dass sie wusste, wie sie sich einer solchen unwirtlichen Umgebung anpassen und sie ertragen konnte. Der kleine John hingegen schien die Reise in vollen Zügen zu genießen. Er juchzte und lachte ständig. Das Einzige, was ihm das Leben schwer machte, war der Ausschlag, den sich die meisten Kinder durch die nasse Unterwäsche, die sie tragen mussten, zugezogen hatten. Aber nicht einmal sein Ausschlag konnte seiner gute Laune dauerhaft etwas anhaben. Und nachts ließ ihn das unablässige Schaukeln des Schiffes in einen tiefen und ruhigen Schlaf sinken. Das Pfeifen der Matrosen und das darauf folgende Gepolter von Holzpantoffeln kündigten an, dass wieder Essenszeit war. Anne wartete, bis es ein wenig ruhiger wurde, dann vergewisserte sie sich, dass John, den sie erst kurz zuvor gestillt hatte, ruhig schlief, ehe sie die schmale, steile Treppe zum Hauptdeck hinaufstieg. Der Schnee peitschte ihr in stürmischen Windböen entgegen und der Wind schlug ihr mit beißender Kälte ins Gesicht. Zwei Männer mit dicken Wollmützen standen am Steuerruder und waren in ihre Mäntel gehüllt. Eiszapfen hingen von den Holzgeländern und von den Tauen auf der Windseite. Das Meer toste und rauschte dröhnend. Dunkelheit breitete sich unter dem tief hängenden grauen Himmel aus. Anne ging wieder unter Deck und durch den langen Gang, der den Passagierraum mit der Schiffskombüse verband. Der Schiffskoch strahlte sie zur Begrüßung freundlich an. Das breite Lächeln wirkte durch die Lücke, in der früher einmal zwei seiner Vorderzähne gesteckt hatten, komisch. »Wie geht's der Dame an diesem schönen Abend?« »Niemand, der richtig im Kopf ist, kann einen so eiskalten, grauen Tag als schön bezeichnen,« erwiderte Anne. »Aber mir geht's gut.« »Und ihrem lieben kleinen Jungen? Geht's ihm auch gut?« »Er ist satt, zufrieden und schläft,« antwortete Anne stolz. Der Koch und seine zwei Hilfsköche grinsten sie breit an. »Ein geborener Seemann, dieser Kleine. Merken Sie sich meine Worte.« »Das werde ich bestimmt nicht,« erwiderte Anne. »Mein Sohn wird bestimmt niemals zu See fahren.« Sie schienen ihre Bemerkung witzig zu finden und brachen in ein schallendes Gelächter aus. »Für wie viele Leute holen Sie heute das Essen?« fragte der Koch. »Ich habe nicht gezählt. Geben Sie mir einfach ein Tablett voll. Ich komme später noch einmal, um mehr zu holen, falls es nicht reicht.« »Der Arzt und der Kapitän sind sehr froh, Sie an Bord zu haben, Madame.« Der Koch begann, dampfende Schüsseln mit Suppe aus getrockneten Erbsen und Pökelfleisch zu füllen. Einer seiner Küchenjungen stapelte Schiffszwieback auf den Rand ihres Tabletts. Sie ersparen den beiden viele Sorgen und jede Menge Arbeit. Anne lächelte ihn an und sagte, »Ich tue nur, was ich kann. Passen Sie auf, dass Sie nicht selbst krank werden. Sie arbeiten mehr als die Männer, die vom König ihren Sold bekommen.« Anne nahm das Tablett auf und trat den Rückweg an. Dabei passte sich
passte sie ihre Bewegungen vorsichtig dem Rhythmus des Schiffes an. Normalerweise wurde erwartet, dass die Passagiere aßen, nachdem die Schiffsmannschaft versorgt war. Aber den Koch störte es nicht, wenn sie kam und für die Menschen, die zu krank waren, um sich zu bewegen, das Essen holte. Sie betrat den Passagierraum. Wie immer, wenn sie vorher an Deck gewesen war, empfand sie die Luft darin als abgestanden und beißend. Das war kein Wunder, da das Wetter nur notdürftigste Waschen zuließ. Von den Pritschen und Hängematten aus, die den Raum durchzog, blickten sie mehrere blasse Gesichter an, aus denen eine Mischung aus Hunger und Elend sprach. Sie stellte das Tablett auf den mittleren Tisch und brachte die erste Schüssel zu Mrs. Cox, die sie mit einem unterdrückten Stöhnen begrüßte. »Gehen Sie weg, bitte!« »Das werde ich nicht. Bitte, Sie müssen etwas essen.« »Es riecht verdorben.« Anne wunderte sich insgeheim darüber, dass diese Frau die Suppe überhaupt riechen konnte. Sie setzte sich auf die feuchte Matratze neben Mrs. Cox und fragte, »Muss ich sie füttern?« Die Frau stöhnte und setzte sich mühsam auf. Sie nahm ein paar kleine Bissen, wobei ihre Miene deutlich verriet, dass ihr Magen gegen das Essen rebellierte. »Das reicht.« »Nein, noch 4 Löffel voll. Für das Baby.« Das genügte, um Mrs. Cox zu überreden, nicht nur weitere 4 volle Löffel zu essen, sondern auch alles bei sich zu behalten. Sie zwang sich, den letzten Bissen zu schlucken und sank dann zusammen. Mehr geht nicht. Anne stellte die Schüssel ab. Möchten Sie jetzt mit mir eine Runde an Deck spazieren gehen? Die frische Luft wird Ihnen bestimmt gut tun. Vielleicht morgen, erwiderte Mrs. Cox schwach. Ihr Blick war schmerzverzerrt, sowohl von ihrer Krankheit als auch von der Seereise. »Danke, Sie sind so gut zu uns, so freundlich und gut.« »Ein Engel in Trauergewand«, bemerkte eine Stimme von der Nachbarpritsche. Alle Passagiere wussten, dass Anne Cyril verloren hatte. Es gab nicht viele Geheimnisse auf einem solchen Schiff. Anne erhob sich von der Pritsche und machte sich daran, den anderen Kranken zu helfen. Sie half auch, eines der Babys zu waschen und umzuziehen. Nachdem sie nach John geschaut hatte, gesellte sie sich zum Gebet und Abendessen zu einigen anderen Passagieren. Bald wurden die Kerzen gelöscht und sie legten sich alle zu einer weiteren turbulenten Nacht auf See schlafen. Anne lag neben ihrem kleinen Sohn und stellte erneut fest, dass die Nächte zu ihren schlimmsten Feinden geworden waren. In diesen Stunden, wenn sie nicht mehr damit beschäftigt war, sich um andere zu kümmern, erkannte sie die Arbeit als das, was sie in Wirklichkeit war. Sie gab sich alle Mühe, vor ihrer Trauer und Sarils Tod abzufliehen. Sie schloss die Augen und zwang sich einzuschlafen. Ihr letzter Gedanke drehte sich darum, dass dies vielleicht der Grund war, warum der Sturm draußen sie kaum störte, da er nur das wiederzuspiegeln schien, was sich in ihrem Inneren abspielte. Nicole saß im Morgenzimmer von Harrow House am Fenster und dachte darüber nach, dass sie den März, wenn sie ihm einen anderen Namen geben müsste, den Monat der Veränderungen nennen würde. Die Februarwinde hatten bis Mitte März gewütet, Stürme, die weiter im Norden ihren Ursprung genommen hatten und mit Armeen aus Schnee und eisiger Kälte über sie hinweg weggezogen waren. Erst am Tag zuvor waren die Wolken weitergezogen. Die Fenster hatten gewackelt und die Schornsteine des großen Hauses hatten wie kalte Ziegeltrompeten geblasen, weil der Wind so heftig gewesen war. Am Abend war plötzlich alles ruhig und still geworden. Mit der Nacht war ein eisiger Frost eingezogen, der einem durch Mark und Bein ging. Jetzt, am Morgen, war die Welt immer noch in der eisigen Kälte gefangen. Der Rasen vor dem Haus hatte sich in glitzernde Stacheln aus Silber und Grün verwandelt. Als Nicole das Morgenzimmer betreten hatte, hatte sie das Feuer im Kamin angezündet und sich an dieser einfachen Arbeit erfreut. Dann hatte sie sich einen Tee gekocht und ihn zu ihrem Frühstück aus dunklem Brot und Honig getrunken, während die Bibel aufgeschlagen vor ihr lag. Nicole war Frühaufsteherin und hatte sich angewöhnt, die stille Zeit in den Stunden, bevor das Haus und die Welt um sie herum erwachte, zu genießen. Kurz nach ihrer Rückkehr aus London hatte Charles ihr entschuldigend mitgeteilt, dass er ihr bei ihrem Morgengebet in Zukunft nicht mehr Gesellschaft leisten würde, da er den zusätzlichen Schlaf als sehr energiespendend empfand. Sie hatten sich angewöhnt, stattdessen abends in der Bibliothek miteinander in der Bibel zu lesen und zu beten. Nicole gefiel es so, denn sie hatte sich daran gewöhnt, ihre Tage alleine in der Stille des leeren Raumes zu beginnen.
Die Dienstboten hatten strenge Anweisung, die vorderen Räume erst zu betreten, wenn Charles die Treppe hinuntergekommen war. Nicole hatte sogar Maisie so weit gebracht zu akzeptieren, dass sie ihr Frühstück selbst zubereiten wollte und es genoss, in der Küche allein zu sein. Ein neues Geräusch drang ins Morgenzimmer, das sich immer deutlicher von dem Knistern des Feuers unterschied. Nicole legte ihren Finger zwischen die zuletzt aufgeschlagenen Seiten ihrer Bibel und drehte sich zur Vorderseite des Hauses herum. Ja, jetzt war sie sich sicher. Pferde trabten die Auffahrt vor dem Haus herauf. Sie stand von ihrem Sessel auf und versuchte mit ihren Blicken die frostige Morgendämmerung vor dem Fenster zu durchdringen. Aber alles, was sie sehen konnte, war der schwache Frühnebel, einige weißgepuderte Sträucher und das Spiegelbild ihrer Kerze und des Feuers. Dann vernahm sie das Klirren eines Pferdegeschirrs, das Trampeln von Hufen und das Schnauben eines Pferdes, als der Kutscher den Wagen anhielt. Nicole betrat bereits die vorderen Räume, als sie ein schwaches, klagendes Geräusch vernahm, das so ungewöhnlich und beängstigend war, dass es in ihr eine große Freude auslöste. Es klang wie das Weinen eines Babys. Ihr ganzer Körper spannte sich an. Während sie durch die innere Halle lief, ertönte die Glocke. Nicole erreichte die Haustür und riss sie auf. Verständnislos starrte sie in die schattenhafte Gestalt an, die zitternd vor ihr stand und winzige weiße Dampfwolken ausatmete. Das zerbrechliche Bündel Mensch vor ihr sah aus wie ein Bettler, der in mehreren Schichten aus Mäntel und Decken gewickelt war. Es war eine Frau, vermutete Nicole. Es musste eine Frau sein. Die Gestalt war zu zierlich und schmal, um ein Mann zu sein. Außerdem hielt sie ein weinendes Baby auf den Arm. »Ja, was kann ich für Sie tun?« fragte Nicole höflich. »Du könntest mir den kleinen John abnehmen, Schwester.« Die Worte wurden aus einem Mund gemurmelt, der von der Kälte ganz steif geworden war. »Ich spüre vor Kälte meine Arme fast nicht mehr.« »Anne!« Das schwache Morgenlicht genügte, um ihr zu verraten, dass die Wangen ihrer Schwester so eingefallen waren, dass sie aussah wie das Opfer einer Hungersnot. Die Erschöpfung hatte deutliche Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen und die tragischen Ereignisse der vergangenen Monate waren von ihren Augen abzulesen. Nicole nahm ihr mit einem Arm das Baby ab und drückte mit dem anderen ihre Schwester fest an sich. Trotz der dicken Schichten, in die sie gehüllt war, fühlte sich Anne so leicht und zerbrechlich wie ein kleines, unterernährtes Kind an. »Oh, Anne, ich kann gar nicht glauben, dass du wirklich hier bist!« »Entschuldigen Sie, Madame, der Fahrer war so dick eingepackt, dass nur seine Augen und seine leuchtend rote Nase aus seinem Wollschal herausschauten. Aber die Dame sagt, sie würden mich bezahlen.« »Natürlich.« Nicole reichte dem Mann das Geld und lud ihn ins Haus ein, um sich aufzuwärmen. Dann führte sie Anne in das Morgenzimmer und zum Kamin. Zu ihrer großen Erleichterung tauchte eine Gestalt in einem voluminösen Morgenmantel im Türrahmen auf, die zweifellos von der Glocke geweckt worden war. »Maisie, kommen Sie bitte und helfen Sie mir.« »Was ist denn? Was ist passiert?« Maisie eilte ins Zimmer und machte beim Anblick des weinenden Kindes große Augen. »Das arme Kind, es sieht ja halb erfroren aus. Bitte bereiten Sie etwas Heißes zu essen vor, Suppe wäre gut, und machen Sie Ihren Gewürztee und wecken Sie meinen Onkel.« Dann half Nicole ihrer Schwester, es sich auf dem Sessel am Kamin bequem zu machen. »Warum hast du uns nicht geschrieben, dass du kommst?« »Das habe ich.« Die Worte kamen durch halbgefrorene Lippen. »Ich habe dir einen Brief geschrieben, aber vielleicht hat es das Schiff nicht geschafft. Die Stürme auf dem Meer waren furchtbar. Ist das Tee?« »Ja, aber er ist inzwischen kalt.« Nicole hielt Maisie das Baby hin. »Nehmen Sie ihn bitte einen Moment, ja?« Maisie nahm das Baby entgegen und sagte, »Gaylord hat mir gesagt, dass seine Lordschaft gestern erst spät schlafen ging.« »Das macht nichts.« Nicole zog an einem weiteren Stuhl nahe an das Feuer heran. »Sie sehen aus, als würden Sie frieren, Sir. Kommen Sie, setzen Sie sich hierher und wärmen Sie sich auf,« forderte sein Kutscher auf. »Vielen Dank, Madame, aber ich kann mich auch in der Küche aufwärmen.« Nicole wandte sich an Maisie. »Nehmen Sie jetzt bitte das Kind und legen Sie es in mein Zimmer und kümmern Sie sich dann um den Tee und die Suppe und wecken Sie dabei gleich das ganze Haus,« befahl Nicole. Dann deutete sie auf den Stuhl und schlug ihren stärksten Befehlston an. »Und Sie, Sir, setzen Sie jetzt hin!« »Wie Sie befehlen, my lady,« sagte er und tat, wie ihm geheißen wurde. »Aber seine Lordschaft,« protestierte Maisie. »Es ist schon in Ordnung. Sagen Sie meinem Onkel einfach, dass Anne hier ist.« »Anne? Die Dame, von der Sie erzählt haben?« Mit großen Augen trat Maisie näher und betrachtete Anne genauer.
Der zweite Zwilling, die Schwester, mit der sie nicht blutsverwandt sind, eben diese. Nicole nahm Anne vorsichtig die ersten Decken ab und trieb ihre eiskalten Gliedmassen. Lassen Sie alle Zimmer aufheizen und ein heißes Bad vorbereiten. Ich komme gleich nach oben und kümmere mich um das Baby. 3 Wochen nach Annes Ankunft saß Nicole im Morgenzimmer und beobachtete eine weitere Morgendämmerung. Der Frühling hielt endlich Einzug, angekündigt von den ersten Krokussen, die sich durch die Erde schoben. Sie dachte darüber nach, wie sich ihre Welt durch Annes und Johns Anwesenheit verändert hatte. Nicole fiel es schwer, sich die Zeit vor ihrer Ankunft noch vorzustellen. Anne hatte weder Glück noch Frohsinn ins Haus gebracht. Vielmehr litt Anne furchtbar unter der Trauer um ihren Mann. Aber ihre Anwesenheit hatte alles verändert, denn Anne hatte ihr das mitgebracht, was Nicole am meisten gefehlt hatte. Eine sinnvolle Aufgabe. An diesem Morgen waren Nicoles Gedanken jedoch weit von Anne und ihrem Baby entfernt. Ihre zweite Tasse Tee war inzwischen längst kalt geworden und sie hatte ihr Frühstück nicht aufgegessen. Sie liebte diese stille Augenblicke, bevor die Aktivitäten des Tages begannen. Normalerweise schlug sie ihre Bibel auf und konzentrierte sich voll und ganz auf Gottes Wort. Aber heute wanderte ihre Aufmerksamkeit zwischen der gelesenen Bibelstelle und den Ereignissen des gestrigen Tages hin und her. Sie hatte an einem Fest teilgenommen, das auf einem der benachbarten Schlösser stattgefunden hatte. Dass Anna nach England gekommen war, bedeutete nicht, dass Nicole sich ihrer gesellschaftlichen Pflichten entziehen konnte. Aber jetzt gab es etwas, das sie aus dem, wie sie es empfunden hatte, sinnentleerten Leben herausriß. Jetzt gab es Menschen, die sie brauchten. Und so kam es, dass Nicole mit dem Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben, das ihr bis dahin in England völlig gefehlt hatte, zu solcher Veranstaltung fahren konnte. Der gestrige Empfang hatte so begonnen wie die meisten derartigen Veranstaltungen. Ein buntes Bild aus glänzenden Kutschen, elegant gekleideten Menschen und höflichen, fröhlichen Gesprächen. Doch dann war ein Mann aus der Masse aufgetaucht, Lord Reginald Harwick. Er war Mitglied des Oberhauses, dem auch Charles angehörte, und gleichzeitig Eigentümer mehrerer größeren Ländereien. Auf eine kantige, harte Art sah er sogar recht gut aus. Lord Harwick strahlte etwas von einem Piraten aus, eine Macht, die alles um ihn herum durchdrang. Aber seine dominante Art weckte in Nicole die Frage, ob er ihr überhaupt zugehört hatte. Er hatte versucht, sie mit seinem Charme sowie mit den bestechenden Attributen Macht und Reichtum zu gewinnen. Dieser Mann strahlte eine gewisse Anziehungskraft auf sie aus. Sie hatte bei ihm mehr Tiefgang entdeckt als bei vielen der anderen Möchtegern-Verehrer mit ihren oberflächlichen Verhalten und ihren arroganten Worten. Das war der Grund, weshalb Nicole seine Einladung zu einem Spaziergang auf die Terrasse gerne annahm. Dort hatte er sie mit der unverblümten Art eines Mannes angesprochen, der es gewohnt war, Macht über andere auszuüben. »Ich habe sie früher schon gesehen, müssen Sie wissen, und wir wurden einander vorgestellt«, erklärte er. »Es tut mir leid, Sir, aber ich kann mich nicht erinnern.« »Oh, ich erwarte nicht, dass Sie sich erinnern. Ich war einer von 100 Männern, die Sie sich wie Höflinge vor der Königin von Frankreich vor Ihnen verbeugten. Er trug eine Kombination aus Schwarz und Schwarz. Der einzige Farbklecks an diesem Mann war eine glitzernde Krawatte, die aussah, als wäre sie aus echtem Gold gewebt. Er rückte die Krawatte zurecht, während er sie betrachtete und weitersprach. Der einzige Grund, weshalb ich die Einladung heute annahm, war mein Wunsch, sie wiederzusehen. Ich hatte mich natürlich vorher vergewissert, dass Sie und Ihr Onkel kommen würden. Sie erweisen mir zu viel Ehre, Sir. Ich spreche die Wahrheit, my Lady. Ich mache mir nichts aus Jagen oder den Vorzügen des Landlebens. Meine Güter sind dafür da, Reichtum zu schaffen und denjenigen Beschäftigung zu geben, deren Lebensunterhalt von mir abhängig ist. Es tut gut zu wissen, dass Sie sich um das Wohl anderer Menschen Gedanken machen, Sir. Diese Einstellung begegne ich nicht allzu oft. Seine Augen waren im Fackellicht grau und scharf. Sie schauten sie durchdringend und forschend an. Ich habe gehört, dass Sie in solchen Dingen denselben Weg einschlagen wie Lord Charles. Sind Sie nicht auch ein Mann, der für Gerechtigkeit und Recht eintritt? Wie jeder loyale britische Bürger diene ich der Krone und der Kirche. Er brach kurz ab und fügte dann etwas leiser hinzu. »Wenn es mir genehm ist.« Der Abend erschien ihr plötzlich viel kälter. »Vielleicht sollten wir zu den anderen zurückkehren, Lord Harwick.«
Er drehte sich mit ihr um und trat so nah an sie heran, dass sie einen fremden Geruch an ihm wahrnahm. Nicole wurde sofort an die Düfte des Orients erinnert, Geheimnisse und Gewürze, die sie nicht kannte. Sie wusste, dass sie Abstand zu ihm halten sollte, fühlte sich aber zu diesem Mann und seiner Macht ausstrahlenden, arroganten Art hingezogen. »Ich habe am Hof eine nicht geringe Macht, Miss Nicole«, sagte Lord Harwick. »Darf ich sie so nennen?« »Eine nicht geringe Macht, das versichere ich Ihnen. Es gibt immer Hindernisse bei der Übertragung von Titeln und Erbansprüchen, besonders wenn die Bande zwischen einer Generation und der nächsten dünn sind. Ein vertrauliches Wort von dem König kann viel bewirken.« Er zögerte und legte seine Hand auf den Knauf der geschlossenen Tür, die zum Ballsaal zurückführte. »Ich lege Wert darauf, meinen Freunden ein guter Verbündeter zu sein, ein wertvoller und mächtiger Befürworter.« Nicole trat vor und öffnete selbst die Tür, da sie sich weniger wie eine Dame fühlte, der ein Mann den Hof machte, sondern vielmehr wie eine Stadt im Belagerungszustand. »Es war mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen, Lord Harwick.« Nicole saß am Fenster und dachte sowohl über die Worte nach, die sie in der Bibel auf ihrem Schoß gelesen hatte, als auch über die sonderbaren Umstände, in denen sie sich befunden hatte. Ein unerwarteter Friede legte sich über sie, ein Friede, der die Schönheit des Sonnenaufgangs verstärkte und ihre Sinne zum Leben erweckte. Sie atmete den angenehmen Geruch des Holzrauchs und der brennenden Glut im Kamin ein. Vor den Fenstern hörte sie Vogelgesang. Sie erblickte ein Eichhörnchen, das von einem Baum zum nächsten hüpfte. Dann hörte sie hinter der Steinmauer, die an den Garten grenzte, das metallene Gurren eines Fasans, der seine Partnerin rief. In diesem Moment fragte eine Stimme hinter ihr. »Darf ich mich zu dir setzen?« »Anne, aber natürlich. Guten Morgen.« Nicole legte ihre Bibel auf den Tisch. Dann stand sie auf und streckte sich. »Wie fühlst du dich heute?« Die Frage schien ihre Schwester aus dem Gleichgewicht zu bringen. Anne erstarrte im Türrahmen, so dass Nicole zu ihr ging, sie am Arm nahm und zu dem Sessel führte, der dem ihren gegenüberstand. Der Sessel hatte eine hohe Rückenlehne und war mit Pferdehaaren ausgestopft, wodurch er so weich gepolstert war wie ein Bett. Anne versank tief darin und ließ sich von Nicole eine Decke über den Schoß legen. »Stehst du immer so früh auf?« fragte Anne. »Das ist meine stille Zeit. Ich komme hierher und lese in der Bibel und rufe mir ins Gedächtnis, warum ich hier bin.« Sie ging neben Annes Sessel in die Hocke. »Kann ich dir etwas bringen? Einen Tee vielleicht?« »Später. Muss sich jemand um John kümmern?« »Er ist vor einer Stunde aufgewacht. Ich habe ihn gestillt und gewickelt. Jetzt schläft er wieder. Er wird in den nächsten Stunden nicht aufwachen. Setz dich einfach eine Weile zu mir, bitte.« Sie wartete, bis Nicole sich wieder gesetzt hatte. Dann sagte sie, »Ich habe das Gefühl, seit ich hier bin, habe ich nichts anderes getan, als zu schlafen, zu essen, mich um John zu kümmern und noch mehr zu schlafen. Du hast auch eine anstrengende Seereise hinter dir.« »Es war nicht die Reise.« Annes Blick war leer. »Ich hatte mich seit der Beerdigung nicht ausgeruht. Nicht wirklich.« »Es tut mir so leid wegen Cyril«, sagte Nicole, wie sie es schon oft gesagt hatte. »Er war ein guter, lieber Mann.« »Ja, ja, das war er. Wenn ich in meinem Zimmer bin, denke ich an ihn. Ich liege stundenlang wach und denke nach.« Die Worte schienen sie unruhig zu machen. Annes Blick wanderte durch das Zimmer und verriet ihren Wunsch, über etwas anderes zu sprechen als über ihre Trauer um Cyril. Sie erblickte die Bibel, die aufgeschlagen auf dem Tisch lag. »Was liest du gerade?« »Die Psalmen. Aber ich lese nicht, zumindest nicht heute Morgen. Ich schlage einfach Verse nach, an die ich mich teilweise erinnere, und frage mich, wie sie zu dem passen, was mich in letzter Zeit beschäftigt.« »Und was ist das, wenn ich fragen darf?« Nicole dachte einen Moment lang nach. »Vielleicht sollten wir warten, bis es dir besser geht.« »Warum? Oder willst du es mir nicht sagen?« »Nein, ganz und gar nicht. Es ist nur...« Nicole fühlte sich hin und her gerissen. Sie hatte auf die Schanze gewartet, mit Anne zu sprechen, aber die Frau, die ihr jetzt gegenüber saß, war noch so schwach. »Das, was mich beschäftigt, kann ich dir schwer erklären oder dir auch zu sagen, warum es so wichtig für mich ist.« Anne kniff die Augen zusammen, als die Sonne über dem Horizont aufging. Sie lehnte sich weiter zurück, bis der Rand des Sessels ihre Augen beschirmte. »Du hast dich verändert«, sagte sie ruhig. »Ja, das glaube ich auch. Ich habe das Gefühl, ich könnte dir jetzt alles sagen, ohne dass das dich irgendwie überraschen würde.« Nicole hörte in ihren Worten eine Frage. »Also gut, stelle mich auf die Probe«, sagte sie in dem gleichen ruhigen Ton, den Anne benutzte. Ohne aufzustehen, verschob Anne ihren Sessel, so dass ihr Gesicht weiter im Schatten lag.
denn der Sessel ihr vor der immer weiter aufgehenden Sonne bot. »Ich bin aufgewacht, weil ich von Cyril träumte. Das habe ich noch nie zuvor getan. Bevor ich hier ankam, dachte ich oft im Schlaf an ihn. Diese Gedanken genügten immer, um mich weinend aufwachen zu lassen. In vielen dieser Nächte weinte ich, bis ich das Gefühl hatte, das Herz wäre mir aus dem Leib gerissen worden.« Anna hielt inne und betrachtete Nicole aufmerksam. In ihrem Blick lag eine nachdenkliche, abwartende Haltung. Nicole faltete die Hände auf ihrem Schoß und sagte nichts. Keine Worte konnten die Traurigkeit ausdrücken, die sie empfand, und Anne vertraute sich ihr sicherlich nicht an, um irgendwelche bedeutungslosen Plattitüden zu hören. Deshalb blieb Nicole ruhig sitzen und wartete. Diese Reaktion schien Anne gut zu tun, denn ihr Blick wanderte von Nicole weg zum Feuer hinüber. »Letzte Nacht war es anders. Ich habe nicht mehr geweint, seit ich Halifax verließ. Die Trauer ist immer in mir, aber jetzt erschien es mir sinnlos, noch mehr Tränen zu vergießen. Cyril ist vor vielen Monaten von mir gegangen. Die Tränen kommen vielleicht wieder, aber die tiefe, schmerzliche Trauer um seinen Tod ist vorbei. Ich weiß nicht, wie oder warum mir das so klar ist, aber ich bin mir dessen sicher.« Sie saßen eine Weile schweigend da. Nicole hätte den ganzen Tag so sitzen bleiben können. Bald würde das Haus zwar zum Leben erwachen, aber sie hatte inzwischen gelernt, ihren Willen deutlich kundzutun. Ein einziges Wort an Maisie und niemand würde sie stören. Und Charles tauchte nie so früh auf. Es bestand also kein Grund zur Eile. Das Schweigen, das sie umgab, schien ein großes Gewicht zu haben, als hätte das Warten seine Berechtigung. Anne wurde bewusst, dass ihre Gedanken sie weit weggeführt hatten. »Wo war ich stehen geblieben?« »Du sagtest, dass es letzte Nacht anders gewesen sei.« »Oh ja, wirklich ganz anders. In meinem Traum sah ich Cyril am Ufer stehen. Zuerst dachte ich, es sei in Nova Scotia, und der Traum würde bedeuten, es sei ein großer Fehler von mir gewesen, hierher zu kommen. Aber kaum war mir dieser Gedanke gekommen, erkannte ich, dass er falsch war. Cyril war nicht in Nova Scotia, denn das Ufer, an dem er stand, war irgendwo, wo ich noch nie gewesen bin.« Ihre Stimme klang, als würde sie halb schlafen. Er sah so ruhig aus und so stark unberührt von der Krankheit, die ihn das Leben gekostet hat. Er stand da und beobachtete mich. Ich spürte seine Liebe und wollte unbedingt zu ihm gehen. Aber als ich ihn anschaute, befand ich mich auf einem Schiff, das sich immer weiter vom Ufer entfernte und hinaus aufs offene Meer fuhr. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich schaute nur zu, wie er immer kleiner wurde und schließlich am Horizont verschwand. Alles, was mir blieb, war seine Liebe. Das Feuer gab ein leises Zischen von sich und eines der Holzscheite knisterte und sprühte Funken in die Höhe. Nicole stand auf und schob mit dem Schürhaken die Glut zusammen. Als sie zu ihrem Sessel zurückkehrte, fragte Anna, »Was sagst du zu meinem Traum?« »Dass es nicht Cyrus' Liebe war, die du gefühlt hast, jedenfalls nicht nur seine Liebe.« Ihre Worte schienen den Ausdruck auf Annas Gesicht zu verstärken. Sie schaute Nicole einen langen Moment an. Dann stützte sie sich auf die Armlehnen ihres Sessels. Nachdem sie aufgestanden war, sagte sie, »Ich würde jetzt gerne den Tee trinken, den du mir angeboten hattest, und vielleicht ein kleines Frühstück zu mir nehmen. Dann will ich das hören, was du mir vorhin so nicht so recht erzählen wolltest.« Ja, ihr Lieben, ich denke, an dieser Stelle mache ich jetzt Schluss für heute. Und wir lesen nächste Woche... Oh Gott, Entschuldigung. Nächste Woche weiter, wie es denn jetzt den Mädels, Anna und Nicole in England, mit denen weitergeht, ne? Und was ist so alles Neues passiert. Es passiert so einiges, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber für heute reicht es. Ja, so kann es gehen, ne? Anne war sich ja sowas von hundertprozentig sicher, dass sie nicht nach England gehen will. Die war so sauer gewesen, als sie den Brief von Nicole mit der Einladung nach England zu kommen bekommen hatte. Ne? Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern da, beim letzten Video, dass sie da ja rumgewütet hat. Was fällt dir ein? Ich gehe nicht nach England. Ich habe ein Baby und so weiter. Und dann, ja, gebetet und es ergab sich plötzlich so eine Möglichkeit. Da konnte man natürlich gegen so eine Fügung der Umstände nichts mehr sagen. Und es ist richtig schön, dass die beiden Frauen, jungen Frauen oder die beiden Mädels endlich wieder zusammen sind. Und ja,
sich gegenseitig unterstützen können. Nicole ist nicht mehr alleine, fühlt sich nicht mehr so einsam und Anne findet ein bisschen Ablenkung von ihrer Trauer. Ja, und ich finde jetzt ein Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen ein schönes restliches Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.